Hallo an die Geräte zu Hause, mein Name ist Christian Schlegel und in diesem kleinen Clip hier am Dienstag, dem 5. März, Fastnacht ist fast vorbei, um 18.25 Uhr schauen wir uns mal die Vonovia an. Die hatte ich schon Ewigkeiten nicht mehr als Video, das ist bestimmt schon ein Jahr her. Vonovia, jetzt machen wir den Chart ein bisschen größer, ist keine sehr nervöse Aktie. Das ist eher eine ruhigere Geschichte. Die springt also nicht darum, wie eine E.ON oder wie eine Conti oder ganz bestimmt auch nicht wie eine Wirecard. Die ist eher ruhig. Sie hat aber den Vorteil, wenn die sich einmal für eine Richtung entscheiden hat, dann zieht sie die konsequent durch. Nach oben und nach unten. Hier nach oben und wieder nach unten. Und was die jetzt gemacht haben, die haben also Zahlen veröffentlicht. Die Analysten sind voll des Lobes. Ich zeige Ihnen das mal hier, was ich da so alles rausgefunden habe. Das ist das Schöne beim Trader Fox. Das ist ein Klick und ich habe alle Nachrichten. Ja, DZ auf 50. Dann haben wir hier die UBS auf 60. Und da sind ein paar von den Kollegen, die die relativ positiv sehen. Also eher hier oben, was hier gar nicht mehr auf dem Chart drauf ist. Und ich kann es verstehen. Ich fand die Zahlen, soweit ich das beurteilen kann, ich bin kein Bilanzleser, finde ich die Zahlen insgesamt in Ordnung. Was hat sie gemacht? Sie hat hier diesen schönen Aufwärtstrend von Anfang 2019 von der 39,50 rum hoch bis zur fast 45 in einem mehr oder weniger durchgezogen. Wir reden hier vom Wert, der immer eine 20 Milliarden Börsenkapitalisierung hat. Das ist also kein kleines Dingchen mehr. Ja? Ist nicht, dass sie da irgendwie Kiosk vermieten, sondern schon ein bisschen größer. Und dann korrigiert er hier auch in einer mehr oder weniger gleichmäßigen Bewegung zwischen das 38er und das 50er Retracement. Hier unten kommt die 200-Tage-Linie als Unterstützung dazu. Das dürften Sie durchaus noch sehen. Fände ich völlig in Ordnung, runter bis zum 61er. Aber ich habe den Eindruck, dass vor allen Dingen durch diese Kerze heute, die mehrere vorangegangene Kerzen vernascht, und sich hier ein Boden findet zwischen dem 38-2er und dem 50er. Von der Technik her, das MACD stabilisiert sich über die moderne Sichtweise und der Oszillator gibt mir grundsätzlich auch eher Hoffnung. Also ich meine, dieser Wert hat kurzfristig, auf Sicht von 4 bis 8 Wochen, mehr Potenzial als Risiko. Und so suche ich mir auch die Scheine aus. Ich habe mir hier welche rausgeschaut von der UniCredit One Market. Das 50er Retracement ist bei 42,16 und die 200-Tage-Linie bei 41,80. Man kann so mutig sein, kurz darunter gehen, dann wäre es dieser Schein hier, eine 41,12er von der UniCredit. Das ist ein 23er Hebel, das ist kleine, keine kleine Geschichte. Das ist die HX7-7VS. Wenn das zu heiß ist, geht eine Etage tiefer und da liegen wir bei dem hier. Das ist ein 39,39er. Der hat dann nur noch einen Hebel von 12. 39,39, da sind wir ungefähr hier. Da sind wir noch bei dieser Basis hier, die wir gefunden haben. Auch eine Möglichkeit. Das wäre die HX50S6. Das wären diese beiden Möglichkeiten. Jetzt bin ich natürlich auch verpflichtet, Ihnen einen Put zu nennen. Wobei das nicht meine Meinung ist. Aber ich möchte Ihnen auf jeden Fall einen nennen. Und der muss drüber liegen, über der 44,91. Da muss der drüber liegen, das ist sowas wie hier 45,12. Das ist auch ein zeitlich unlimitierter Schein. Das ist die HW8KFB. Nochmal, ich denke eher, dass die Potenzial hat als Risiko. Es ist keine nervöse Geschichte, das ist ein schönes, langsames 1% mal pro Tag hoch. So eine Geschichte. Eher, also für mein Verhältnis recht konservativ, aber ich denke hier auf diesem Level tendenziell eher vielversprechend. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.